Yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Es ist Tag 1, offiziell Tag 1 von Madden 25. Early Access natürlich nur. Also wenn man es vorbestellt hat, kann man es jetzt schon zocken. Wir starten heute in eine Spielerkarriere rein mit dem großen Bruder von Eric Money. Weil Eric Money, wenn ihr meine Videos kennt, ist ja im College-Football in der Karriere als Quarterback. Und da wir jetzt natürlich nicht wieder nur eine Quarterback-Karriere machen und auch nicht Eric Money jetzt einfach aus dem College in die NFL zaubern wollen, habe ich mir gedacht, wir starten eine Linebacker-Karriere mit dem großen Bruder von Eric Money. Und dafür switche ich einmal kurz auf Madden rüber. Der große Bruder ist Big Bro Money. Mit der Nummer 7, Digga, right-handed. Hometown machen wir natürlich Berlin. Und dann werden wir mit dem, also den passen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe an. Der sieht ja noch überhaupt nicht aus wie der Big Bro von Eric Money. Wir machen hier natürlich, wenn es geht, San Diego State Aztecs rein. Ne, damit wir da die Connection haben auch zu Eric Money, weil das wäre natürlich ultra cool, wenn er mit Eric Money zusammen in San Diego gespielt hätte. Da haben wir es doch, San Diego State. So, wir gehen weiter. Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall Likes da, lasst Abos da, folgt rein, folgt mir auf Twitch gerne auch noch, da bin ich auch sehr aktiv. Alter, wir haben, glaube ich, ja, okay, wir haben jetzt nicht so ultra viele vorgegebene Dinger, aber schon relativ viele. Und ich glaube, wenn wir auf Eric Money gehen wollen, also so von der vom Look her, dass es der große Bruder ist, dann müssen wir ungefähr mit diesem Face hier gehen. Das kommt dem Ganzen schon sehr nah tatsächlich. Oder wir machen ihn halt einfach mal ganz anders. Er könnte auch so aussehen. Es könnte auch ein Stiefbruder sein. Wisst ihr, was ich meine? Könnte auch ein Stiefbruder sein, Bro. Also vielleicht, ich muss ganz ehrlich sagen, den Look hier finde ich schon sehr großer Bruderhaft irgendwie. Da klingelt's. Ich gehe mal kurz an die Tür. Wichtig und richtig, Leute, mein neues Kreatinpulver ist angekommen. Let's go. Aber gut, machen wir weiter. Also wir gehen mit diesem Face. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr diesen ungeschnittenen Vibe fühlt, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Skin Tone, bleiben wir mal dabei, das passt schon ungefähr. Was ist das? Achso, so Hautirritation und so. Alter, eine Harry Potter-Narbe auf der Stirn ist halt schon wild, Digga. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Er hat schon einiges erlebt, Digga. Big Bro Money. Augen. Machen wir die hier, zack. Was haben wir hier? Augenfarbe dunkelbraun. Gehen wir mit. Nase. Ist schon eine ziemlich große, ein ziemlich großer Oschi, Digga. Wir machen mal eine noch größere, nämlich die hier. So, Ohren, ist mir egal, Digga, passt schon. Mund. Passt eigentlich auch, Digga, bin ich ganz ehrlich. Ist schon alles okay. Da würde ich mal auf den breiten Kiefer gehen. Oder rund, laut der Beschreibung da. Dann haben wir noch dieses Kinn, machen wir das Arschkinn auf jeden Fall rein einmal. okay, Augenbrauen, I guess. Tattoos ist wild. Es gibt aber nur eins? Es gibt einfach nur dieses eine Tattoo zur Auswahl? Das ist ja todesweird, Digga. Also, muss man die irgendwie freischalten oder kommen die später noch oder so? Weil das ist ja wirklich komisch. Also, man kann nur dieses eine hier nehmen oder wie? Nee, das mache ich aber weg, Bro. Ich will nicht so ein random Tattoo. Okay. Dann sind wir damit soweit fertig. Okay, wir gehen mal bei Haare rein. Das wird jetzt auch nochmal interessant. Ich finde ja, um ehrlich zu sein, diese nach hinten längeren Haare für einen großen Bruder schon relativ wild. Aber ich will trotzdem einfach mal gucken, was es hier noch so alles gibt, weil es scheint mir, als würde es ziemlich viele krasse Friesen geben. Und man muss halt auch im Hinterkopf behalten, wir sind ein Linebacker. Linebacker sind meistens wirklich durchgeknallte Typen, Digga. No front an alle Linebacker, ich liebe Linebacker, aber deswegen müssen wir hier auch mal ja, die Frisur mit in Betracht ziehen natürlich, ne? Das ist ja ganz logisch. Ich dachte, das wäre Glatze, aber okay, ist immer noch einfach nur so bassmäßig. Das sieht schon, das würde ich sagen, sieht schon ein bisschen geisteskrank aus. Den können wir uns mal merken. Nee, das ist zu stunny irgendwie. Das sind zu Standardfrisuren. Das sind, glaube ich, auch viele einfach genau die gleichen wie in College Football. Aber ich glaube, hier gibt es noch mehr Auswahl. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Wenn es einer von euch genau auf dem Schirm habt, schreibt es gerne mal in die Comments. Aber es gibt nicht so richtig lange Haare, ne? Also es gibt jetzt nicht so wirklich so ultra lange Haare, die so hinten auch rauskommen und so. Okay. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Das sind hier die längsten, wa? Krass. Glatze kommt halt auch böse. Die hier kommt auch brutal, Digga. Ich glaube, wir nehmen die, Bro. Ja. Die ist es, Digga. Die ist es. So, Haarfarbe. Ja, passt. I guess passt. Oder wie sieht rot aus? Nee. So, Bart. Auch nochmal interesting. Boah, so ein mächtiger Vollbart würde ich fühlen, Digga. Gibt es einen weißen Linebacker in der Liga mit einem mächtigen Vollbart? Alle weißen Linebacker, die mir einfallen, haben immer gar keinen Bart. Luke Kuechly, Matthews damals bei den Packers. Das ist doch der Linebacker-Look eigentlich. Oder Schnauzer. Schnauzer ist auch ein richtiger Linebacker-Look. Ich schwöre, Digga, den nehmen wir, Junge. Den nehmen wir sowas von, Bro. Alter Schwede, Digga. Der sieht auf jeden Fall... Und wir machen hier auch die rote Bartfarbe natürlich, weil er ist ja immer noch verwandt mit Eric Money. Deswegen, also, ja, damit kann ich leben, Leute. So, wir können hier den Archetype customizen, den Bodytype auch. Wie groß ist er denn jetzt gerade? Ach so, 6'1". Er ist der Big Bro. Deswegen könnte man ja immer so denken, ja, Big Bro muss ja größer sein und so, aber nee, finde ich nicht unbedingt. Guck mal, das maximale Potential jetzt gerade bei Physical Ratings für Speed wäre 85. Das finde ich sehr interessant, dass einem das schon so angezeigt wird. Weil dementsprechend kannst du den halt anpassen. Wie klein oder leicht müsste er denn sein, um mehr Speed zu haben? Oder muss man da einfach andere Sachen anpassen? Digga, krass, das ändert sich gar nicht. Okay, heftig. Ne, dann würde ich ihn eigentlich mal so auf... Okay, 2,30 ist das Maximum? Ah, okay. Man kann das noch ändern. Heavy. Digga, einfach so ein übelster Fettsack, what the fuck. Slim, dann ist 89 das maximale Tempo. Aber das fühle ich irgendwie nicht. Dann ist dann doch Standard, I guess, der Move. Und dann machen wir ihn mal... Okay, mit 6 Fuß kriegt er noch maximal Potential 85 auf Speed. Deswegen würde ich 6 Fuß höchstens gehen. Und Gewicht können wir wenigstens 200... Also, dass er 100 Kilo wiegt. Jetzt wiegt er ein bisschen mehr als 100. Ja, dann würde ich tatsächlich 230 machen, weil der maximale Speed ändert sich dadurch nicht. So... Also, 6 Fuß groß, 230 Pounds. Was haben wir hier noch mit den Abilities? Was können wir da jetzt alles machen? Können wir hier... Ah, okay, nee, wir können uns die einfach nur angucken. Das ist aber auch interessant. Better catching on tipped passes. Okay, einfach so ein Tight End Ability. Zone KO Elite. More catch knockouts and react quicker in any zone coverage that is less than 10 yards from the line of scrimmage. Das ist sehr, sehr stark, würde ich sagen. Tackle Elite, auch wichtig. Man KO Elite. Na, würde ich nicht so wichtig empfinden, weil ich glaube, wir werden nicht so oft in Man Coverage sein. Defenders with Disability do not allow broken tackles when hit sticking ball carriers. Das ist natürlich geil. Destroyer. Overpowering. Better Club Rush Moves ist, glaube ich, auch nicht so wichtig für uns. Run Ender, Film Student. Defenders with Disability can see... The offensive head count via coach cam. Das ist krass. Hot pursuit. Defenders with disability do not get faked out by ball carriers. Ist auch wichtig. Finesse pass rushers with disability have an extra pass rush point. Ist für uns auch nicht so wichtig. Aber okay, das sieht an sich okay aus. Run stopper könnte man gehen. Man könnte field general gehen. Coverage linebacker, blitzing linebacker oder halt custom. Aber warum sind jetzt hier wieder... Bei Custom manche Sachen auf Gold. Gerade eben war alles noch auf Bronze. Aber okay. Tackle Elite. Run Ender. Ne, warte. Was war Run Ender nochmal? Quicker Run Chats. Ja doch, das ist natürlich auch sehr wild. Gegen den Run. Okay, Run Stopper finde ich eigentlich ganz nice. Field General. Da sind wir bei 87 Speed maximal auch, sehe ich gerade.
Was haben wir bei Coverage Linebacker? Boah, Coverage Linebacker mit 94. Das ist eigentlich der Playstyle, den ich am meisten feier. Also wenn man wirklich geil covern kann. Aber wie sieht's denn dann mit dem Tackling aus? Das kann maximal auf 84 kommen. Boah, Tackling 84 ist halt mau, ne? Dann werden wir jetzt nicht so die geilen, dicken, geisteskranken Hits raushauen können, glaube ich. Blitzing Linebacker hat 87 Speed. Was hat der Overpowering? Finesser? Nee, das finde ich nicht so geil. Runstopper will ich nochmal kurz gucken. 86 Speed maximal. Aber auch gute Hitpower und gutes Tackling. Ja, aber ich glaube, dann nehmen wir den Field General. Ich glaube, dann nehmen wir den hier. Der Tackle Elite auf Gold, Destroyer auf Silber, Film Student auf Gold. Und dann hat er ein Tackle Maximal Potential von 99, Hit Power 94. Das ist richtig geil. Und Speed trotzdem auch maximal 87, ist auch nice. Ah, und wir können auch noch Skill Points schon spenden am Anfang. Krasser Scheiß, Digga. Hä? Also diese, das Spieler erstellen ist ja viel, detaillierter, viel umfangreicher, krass. Okay, Body Type 6'1, 229 ist er jetzt gerade. Wir machen ihn auf 6 Fuß groß, dann hat er nämlich nochmal mehr Potential auf Speed. Okay, ups, scheiße. So. Okay, dann würde ich mal Customize Skills machen, Bro. Da können wir jetzt einfach was raufsetzen, so. Aber wie, es passiert hier nichts, wenn ich nach links oder rechts drücke. Achso, wir haben 15 gespendet, wir müssen die Wände dann wegnehmen. Ich verstehe. Okay, ich verstehe. Ah, sehr interesting. Okay, Tackle hat er hier auf 3 Punkte. Wir könnten Hit Power auch theoretisch auf 3 machen, wenn wir irgendwo anders was wegnehmen. Das ist natürlich interessant. Zone Coverage, Man Coverage ist eigentlich auch stark. Speed würde ich halt sehr gerne noch was rauf machen. Stamina, glaube ich, machen wir mal eins runter. Also im echten Football niemals. Aber für Madden, ich glaube, bei Madden würde ich, glaube ich, eins runternehmen. Und dann packen wir das mal auf Speed drauf. Jawohl, Alter, 91 Speed kann er jetzt maximal haben. Das ist natürlich richtig geil. Pursuit. Nee, der sollte schon ein bisschen besser sein. Play Recognition frage ich mich halt auch, wie wichtig das wirklich ist, Leute, weil am Ende des Tages sind wir der Spieler, der das recognizen muss, checkt ihr? Und nicht, also der wird ja nicht von der CPU gesteuert, deswegen würde ich den vielleicht auch nochmal auf Speed drauf machen. Dann starten wir mit 84 Speed und trotzdem 75 Tackle, 70 Hit Power. Ich glaube, das ist die Wave, Digga. Ich glaube, damit gehen wir rein. Alright, let's go! Big Bro Money. Field General. 6 Fuß, 230. Bla 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 bla. Alright. Let's go. Ich bin gespannt. Und ich werde jetzt auch mal Kopfhörer aufsetzen, weil ich glaube, jetzt geht es ja langsam auch mal richtig los. Ne? So. Big Bro Money. Okay. Was ist das jetzt hier alles? Store, Boosts, Skills. Ja, okay. Quests. Digga, WTF? Was zum Teufel ist das hier alles? Okay. Keine Ahnung. Aber ich wollte ja eigentlich eine Karriere mit dem machen, Bro. Also, können wir jetzt bitte unsere Karriere anfangen? Oder wie oder was? Showdown, The League, ah ja, Start Your Career. Ah, okay, das ist also so ein ganzes Spielcenter quasi für diesen Superstar, mit dem man dann natürlich auch andere Sachen machen kann als nur die Karriere. Wir bleiben auf All-Pro, Simulation, okay. Quarterlength 6 Minuten. Ja, ja, passt alles. Easy. Damit gehen wir rein, Leute. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Scouting Combine. From its annual home of Indianapolis. Welcome everybody to the Scott. Happy to be here. Wild, dass es jetzt einfach so losgeht, da. Da sind wir auf jeden Fall. Aber wir sehen über unmuskulös aus irgendwie. Richtig dünn, Digga. WTF? Es sieht jetzt nicht so geil aus, ne? Also unser Spieler, meine ich. Das ist wirklich ein wilder Linebacker, Digga. Aber der muss breiter sein, Bro. Der muss irgendwie breiter sein. Aber wir haben halt nicht den Muscular Type gewählt, ne?
So, 40 Yard Dash, how quickly can you get down the field? Okay, also das ist das gleiche wie in Madden 24, glaube ich. Push down to get ready, release to start, dann alternativ Dingsen, also abwechselnd und dann irgendwie mit X am Ende. Hat man nur einen Versuch oder kann man öfter? I don't know. Ich check das mit diesem Dick Deep nicht, Digga. Ich schwöre, wirklich, das ist so weird. 4-6-4 ist jetzt nicht so geil, ne? Also 4-6-4 ist jetzt echt nicht so geil. Damit sind wir auf Platz 11. Kann man es nicht nochmal versuchen? Ah, shit, Digga. Doch, kann man. Okay. Aber ist jetzt nicht so kacke. Kriegen wir da nochmal plus 3 Speed rauf? Wollen wir es nochmal probieren? Ich würde sagen, wir probieren es noch einmal. Weil das sollten wir auf jeden Fall nochmal schaffen. Mindestens. 40 Yard Dash für Big Bro Money. Für Big Bro Money. Let's go. Oh, der war viel besser, Digga. 4-4. Let's fucking go, Junge. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Im echten Comment hat man doch auch mehrere Tries. Alter, wir sind auf Platz 1 damit sogar. Let's freaking go. Und das ist eine Grade A, Digga. Plus 5 auf Acceleration und Speed A. Let's go. Wichtig. So, was haben wir hier? Bench Press. Push up and release. As the bar falls, build up your stamina by rapidly pressing L1 and R1 buttons. Okay. Okay, okay, okay. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich weiß. Digga, der sieht aus wie ein Lappen, Bro. WTF? Der sieht gar nicht brutal aus, Digga. Ich hätte gar keine Angst, von dem getackelt zu werden. Boah. Das ist so eine unangenehme Controller-Handposition. Komm, Junge! Push! Push! Jawohl, Digga! Wir sind schon über den Expected Results. Results. Sein Gesicht, Digga. Okay, 19 Raps nehmen wir mit. Nehmen wir mit, Digga. 4-4, 19 Raps, okay. Wow, damit sind wir auf Platz 11. Alter. Digga. Wir wurden ja komplett auseinandergenommen. Aber okay. Auf den Drill habe ich auf jeden Fall nicht nochmal Bock. Und es ist trotzdem A, deswegen kriegen wir Strength und Stamina plus 5. So, Broad Jump. Okay, also X spammen und dann mit dem linken Stick irgendwie flippen. Keine Ahnung, ob das gut war. Okay, dann würde ich den auf jeden Fall nochmal machen. Great F, Alter, war das. Okay, krass, Digga, chillt. Digga! What the fuck? Schon wieder so schlecht. Wir probieren es noch einmal. Einmal probieren wir es noch. Digga, okay, wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht weiter als 9 Feet. Alright. Dann müssen wir das leider so nehmen. Ja. It is what it is. Dann kriegen wir bei Jump halt keine extra Punkte. 20 Yard Shuttle. Okay. Da müssen wir, glaube ich, nur den linken Stick im richtigen Moment in die richtige Richtung flicken. Let's go. Come on, Big Bro. Na, der war mäßig. Oh. 4-2-2 ist gut eigentlich, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Nummer 1. Let's go. Ganz knapp. Stark. Let's go. Also Speed. Da sind wir dabei. Change of Direction plus 5, Alter. Let's go, Junge. Let's go. Mehr Drills gibt's nicht, oder? Eigentlich gibt's ja auch noch Vertical Jump. Also Hochsprung.
Ah, Reaction Test, okay. Was sollen wir machen? Ah, okay. Okay, okay, okay. Komm, Junge, renn. So, wie der jetzt hier rennt, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, dass der dicke Hits rausballern wird? Das ist die große Frage, ne? Ich sehe es noch nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, da sieht ja Eric Money auf Quarterback in College Football brutaler aus als er hier, Digga. Liegt vielleicht auch an der Körpergröße, bin ich auch ganz ehrlich. 6 Fuß. Aber wir wollen gar nicht so reden, weil manchmal sind die kleinsten wirklich die brutalsten Hitter. Von daher alles easy. Manchmal sind die kleinsten die nastiesten. Gap Drill, find the gaps to reach the hotspots surrounding the QB, okay. Also, okay. Boah, schade, dass ich ihn nicht tackeln darf. Ich drück mal einfach Viereck, vielleicht passiert ja was. Als ob! Ich dachte, man kann dann trotzdem dadurch. Oh shit, den habe ich nicht geschafft, okay. Nein! Oh mein Gott, Bro, was passiert hier? Gerade so, Digga. Jeez, man, nies. Puh, der Drill ist gar nicht mal so einfach. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Grade A, A, F in Broad Jump, ansonsten alles A und noch B bei den Drills. Ich würde sagen, Leute, das nehmen wir mit. Bis auf Weitsprung scheinen wir ein krasser Athlet zu sein, Digga. Calculating Rewards, okay, mal sehen, was da jetzt bei rauskommt. Krass, also man kriegt jetzt wirklich auch noch diese Boni oben drauf. Das ist echt heftig, Digga. Weil dann haben wir ja jetzt schon, was, 89 Speed oder so? Oder bei was für einem Speed sind wir jetzt? Auf jeden Fall ziemlich viel. X-Factor-Slot kriegen wir auch schon. Gold-Ability-Slot. Double-or-Nothing-Ability. Okay, Digga, krass. Skill-Points können wir jetzt auch anwenden. Dann gehen wir erstmal bei Upgrade-Core-Skills rein. Ich würde dann nämlich auf jeden Fall Tackle mindestens einen hoch machen. Hit-Power auch. Ja, die beiden würde ich mal einen hoch machen. Zack. Unser Overall-Rating ist 66. Damn. Das ist jetzt nicht so geil, ne? Also 66, Bro, ist jetzt nicht so geil. Combine Interview. Let's go. Let's go. Hey, big bro. Now that the on-field session has concluded, several teams are interested in concluding a brief interview to assess your football acumen. Bla, bla, bla. Lass auf jeden Fall machen. Let's go. Which team traded for Justin Fields? The Steelers. Which team recently won their first playoff game since... Boah, Digga, keine Ahnung. Keine Ahnung, Bro. So tief bin ich nicht mehr drin in der NFL. Which running back has appeared on the Madden cover? Tomlinson? Oder Bettis? Ich gehe mit Tomlinson. Just win, baby. Digga, keine Ahnung. Was sind das für schwierige Fragen? What is the maximum number of coaches challenges a team can have in a single game? Boah, shit, Digga. 2 oder 3? Oder sind es 2 pro Halbzeit? Digga, keine Ahnung, Bro. Shit, ich weiß ja nichts, Digga. Which team would have had the top pick in the 2024 NFL Draft had they not traded it? I don't know. Panthers. Die waren Arsch. Deswegen, ich hoffe, das ist richtig. Italy. Das muss doch Tomlinson sein, oder? 2005 könnte Tomlinson sein. I guess. Who is the only NFL coach to appear in 4 consecutive conference championships with 2 different franchises? Bro, wirklich keine Ahnung. A formation where the ball is snapped directly to a running back. Das ist Wildcat. Aua, Bro, 4 out of 10. Damn. Das waren aber auch wirklich schwere Fragen. So, wir gehen rein in den NFL Draft. Bitte nicht bei den Eagles, Bro. Bitte nicht. Verarsch mich jetzt. Bitte nicht, Digga. Bitte nicht. Es kann nicht sein. Wir werden von den Eagles geholt. Digga, es ist nicht mal richtiger Sound. Das ist doch so scheiße. Ey, und das haben die angepriesen als der NFL-Draft fühlt sich echter an als jemals und so in Madden. Digga, wollen die mich verarschen, Bro?
Hört ihr den Sound, wie kacke das ist? Digga, das Gesicht sieht auch komplett aus wie ein Monster einfach. Roger Goodell auch. Also, Bro, sorry, aber das ist echt bodenlos, Digga. Und jetzt sind wir auch noch bei den Eagles, Bro. Ich kann es nicht glauben. Einfach lose. Oh ja, okay. 14 Millionen für 4 Jahre stecken wir uns doch gerne mal ein, oder? Secure the bag. Machen wir. Big Bro Money. Let's go. Signed with the freaking Eagles, Digga. Also für alle, die nicht checken, warum ich mich aufrege. Ich bin halt in echt Washington Commanders Fan. Und es ist einfach weird für mich, jetzt bei den Eagles zu zocken. Weil das einfach ein Rivale von den Commanders ist. Aber egal, wir sind dankbar, ne? Wir sind dankbar. Team Meeting Room Preseason Week 1. So, schauen wir mal. Die reden einfach nicht mal. Also findet ihr das geil, Leute? Findet ihr, dass man fühlt sich jetzt richtig da drinne? Also. Digga, ich will hart hitten, Junge, let's go. Also Leute, bitte schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, aber ich finde es ja sowas von Arsch einfach. Plus 10 Hit Power for the Preseason, okay, nehmen wir mit. Also das fühlt sich ja sowas von überhaupt nicht immersiv an, also immersive, wie die Amis es die ganze Zeit beworben haben, von wegen, dass man sich wirklich das Gefühl hat, man ist da richtig im Game drinne und als wäre das voll echt und so, bla bla. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gucken einmal ganz kurz. Ah, Change Gear müssen wir erstmal noch machen, Leute, bevor wir hier rein starten. Wir müssen uns erstmal noch anpassen, dass wir auch brutal aussehen. Dark Team Uniform, Dark Gear. Was ist der Unterschied zwischen Gear und Team Uniform? So, Speedflex auf jeden Fall erstmal an den Start. Guck mal, der Schnauzer sieht jetzt irgendwie auch komisch aus, ne? Der sieht einfach aus, als wäre das so ein Milchbart oder so. Kakaomilch. Alter, what the fuck, Digga? Jordan 3er, rein damit, Bro. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja richtig geisteskrank. Das sind aber keine wirklichen Crunchy Socks. Ah, hier, okay. Wild, Digga. Der hat auf jeden Fall jetzt schon guten Drip, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber diese schwarze da, würde ich ganz gerne wegmachen, aber ich glaube, das geht nicht. Also, es sieht krass aus. Er sieht überkrass aus, Bro. Seid ehrlich. Er sieht krass aus. Gut, das gleiche erstelle ich jetzt nochmal für auswärts, deswegen mache ich hier mal einen Cut. Auswärts gehe ich mal mit den Jordan 11ern, dann haben wir ein bisschen Abwechslung. So, so sieht der Kollege auswärts aus. Let's go. Okay, wir gehen weiter, Leute. Wir gehen weiter. Appearance haben wir angepasst. Jetzt können wir mal bitte rein ins erste Season Game, würde ich sagen. Aber vorher würde ich auf jeden Fall noch einmal ins Depth Chart reingucken, wie unser Team jetzt aufgestellt ist. Vor allem natürlich auf der Linebacker-Position. Jalen Hurts, 87er Quarterback, ist natürlich klar. Uns interessiert aber Linebacker. Okay, wir sind jetzt gerade auf Platz 1, wahrscheinlich für die Preseason. Ich denke, das wird sich noch ändern. Wir haben ansonsten noch Brandon Smith, auch 66er. Wir haben Jeremiah Trotter,
Und wir haben eine Kobe Dean, also gar nicht so krasse Middle Linebacker. Vielleicht stehen unsere Chancen gar nicht so schlecht, zumindest zweiter Linebacker relativ schnell zu werden. Digga, also sein Bild sieht ja so gestört aus. Der sieht aus wie ein absoluter Psycho. 89 Speed, Leute. 80 Acceleration. Change of Direction 83. Stärke 83. Awareness 93. Play Recognition 73. Tackle 80. Hit Power 83 durch diesen plus 10 Boost jetzt. Man- und Zone-Coverage nicht so geil. Ja, okay, das wird interessant. Puh, Leute, ich würde sagen, lasst uns reinjumpen ins erste Game. Game Day gegen die 86er Overall Ravens. Play Preseason Game, let's freaking go, Digga, ich bin hyped. Let's go! We did it! Let's go, Alter. Preseason, where the rookies of today hope to become the stars of tomorrow. It's the Eagles and the Ravens, and it's coming up next. Okay, Big Bro Money. Okay. Warum wird jetzt Big Bro Money und Lamar Jackson gegenübergestellt? Ich dachte, da werden so zwei QBs halt gegenübergestellt eigentlich, aber naja, whatever. Yeah! Big Bro Money! Let's freaking go! Alter, guck mal, wir sind sogar Captain in der Defense. Habt ihr gesehen, wie wir da stehen als Middle Linebacker? Die Plays ansagen. Evade Moves. Ja. Okay. Alright. Das wissen wir eigentlich alles. Lass mal Kamera hier hin wechseln. Let's fucking go. Erster Snap als Eric Money. Direkt mal gegen Derrick Henry und Lamar Jackson, Alter. Let's go. Mark Andrews in Motion. Check die Motion. Wir sind hier. Da sind wir nicht. Boom, Dicker, in den Rücken noch reingeballert. Let's go. Sit down, Mark Andrews. Sit down, Dicker. Cage, mach die Mitte zu, danke. Pass auf Henry auf. Pass auf Henry auf. Komm, snap. Okay, er kommt nicht. Und der ist incomplete. Good defense, boys. Good defense. Let's go. Dritter und eins. Macht Mitte zu. Da sind zu wenig Leute. Kommt mal ran. Check den Run. Danke. Kein Run. Wir sind hier. Ja, Dicker. Gute Defense. Let's freaking go. Good job, big boys. Und Lamar Jackson sieht hurt aus. Injury timeout für Lamar Jackson am Arm. Das ist natürlich bitter, Digga. Das ist bitter. Okay. Let's go. Ist jetzt Lamar Jackson überhaupt noch drin? Nope. Ersatz Quarterback. Dann pass mal jetzt umso mehr auf den Run auf, bitte. Da bin ich. Da bin ich! Okay, wir haben ihn nicht getackelt, leider. Aber, Digga, wir haben das perfekt gelesen. Wir waren sofort da, Digga. Puh. Okay. So. Ja, das war meiner, aber wir haben wenigstens das Tackle gemacht. Den hätte ich natürlich haben müssen. Da bin ich zu schnell, zu weit nach hinten gedroppt. Aber egal. Dritter und fünf, wir haben das Tackle wenigstens gemacht. So, wir haben jetzt mal so eine lilane Zone. Boah, ich habe drei hier drüben. Oh mein Gott, er wird wieder weggesackt. Außen wäre Derrick Henry gewesen, das wäre unser gewesen. Aber ich hatte in der Mitte auch noch den Tight End, der auch offen war. Deswegen bin ich erstmal bei ihm geblieben. Auf jeden Fall schon wieder gestoppt. Gute Defense bis hierhin, Digga. Können wir uns nicht beschweren. Also bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's. Sack the QB ist ein Goal, Digga. Dafür müssten wir einen Blitz bekommen. Und der wird uns hier gar nicht... Ah, hier haben wir einen Cover One Linebacker Blitz. Okay, wir probieren's. Wir probieren's. Komm, Digga. Ein Sack. Komm. Quarterback. Okay, nein. Keine Chance. Bro, ich hätte den Quarterback so gerne umgehauen. Aber siehst du, mit einem Blitz haben wir jetzt direkt einen First Down kassiert, Digga. Ist jetzt eher nicht so geil. Da kommt der Run. Oh mein Gott, wir wurden noch mies weggeblockt, aber trotzdem gute Defense, Digga.
So. Ach man, Digga, snap doch den Ball. Werden wir jetzt rausgenommen? Ah, ich hätte gerne noch einen Snap bekommen, Digga. Ich hoffe, das war's jetzt nicht schon mit dem Spiel. Ich glaube, das war's mit dem Spiel. Schade Marmelade, aber die Zeit, wo wir drauf waren, haben wir gut geballt, Digga. Wir haben mehrere Tackles gemacht, wir haben einen dicken Hitstick rausgeballert. Also, da kann man sich überhaupt nicht beschweren, würde ich sagen. Das war echt nicht schlecht. Okay, 23-17 gewonnen. Erstes Game, nehmen wir mit. Nehmen wir doch definitiv mit. Heftige Scheiße, wir kriegen 5 Skill Points. Haben ja auch noch irgendwelche Ability-Slots und so weiter bekommen. Richtig, richtig krass, Alter. Die wenden wir auf jeden Fall erstmal an. Ich weiß nicht, warum wir so viele Ability-Points die ganze Zeit kriegen und so krass gepusht werden in unseren Werten. Aber das nehmen wir natürlich mit Kusshand an, Digga. So, Hit-Power, zack. Hit-Power direkt nochmal, Bro, komm. Dann ist es immerhin auf 79. Oder machen wir nochmal? Nee, dann kostet es nämlich 4 Punkte. Dann haben wir ein bisschen zu wenig Zeug für andere Sachen. Tackle machen wir auf jeden Fall einmal rauf. Machen wir Tackle nochmal, würde ich sagen. Catching vielleicht. Block Shedding. Ja, Block Shedding wäre eigentlich auch sehr wichtig. Machen wir Block Shedding noch. Alright. Nice. Tackle Elite haben wir unlocked. Dann gucken wir mal rein bei unseren Abilities. Also wir haben hier... Okay, können wir den Disruptor reinmachen? In later downs, defenders with disability are extremely likely to force fumbles on hitstick tackles. Wie geil ist das denn, Alter? Rein damit. Rein damit. Hier können wir noch nichts machen. Und Gold können wir... Tackle Elite. Rein damit, Digga. Let's go. Okay. Das ist doch mal nice. Das nehmen wir doch mal auf jeden Fall mit. So. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir haben eine Video-Message von Tyreek Hill. Da bin ich jetzt gespannt. What's up, Ricky? Welcome to the league. And I truly believe you have a real good chance to be special in this league. But just know this, when you face me, them hamstrings better be good and loose. Because the cheetah stay ready, baby. He stay ready. Good luck. Okay. What the fuck, Digga? Das ist wahnsinnig, Bro. Das ist wirklich wahnsinnig. Also wir jumpen rein ins nächste Game, Digga. Wie random auch. Also Tyreek Hill hat doch nichts jetzt mit dem Spiel zu tun. Aber naja, egal. Ist an sich ganz cool, Bro. Einfach so ein Real-Life Tyreek Hill Video-Message. Let's go gegen die Patriots. Lass mal ein bisschen Lärm machen, Digga. Ich will die mal richtig wegballern jetzt. Wir sind hier, nicht ganz. Ach, Digga, das wurde uns negativ angerechnet. Eigentlich war der nicht mehr offiziell in unserer Zone, glaube ich. Das wird ein Run, Check, Run, Check, Run. Kommt ran, Leute. Ah! Wäre ich ein bisschen weiter nach außen gerannt, hätte ich das Tackle machen können. Trotzdem, wir haben Stand gehalten. Alles gut. 13 Inches. Sieht wieder hart nach Run aus. Ja, das ist gestoppt. Wichtig, wegen unseren Audibles, Bro. Wegen unseren Adjustments. Let's go. Ich sag euch, Big Bro Money ist ein absoluter Field General. Das ist ja auch unser Archetype, Digga. Das ist unser Ding. Okay, wir führen 14-0, sehr nice. Ist ja nur Preseason, ne? Deswegen alles entspannt, aber trotzdem cool. So, wir haben den Running Back in Man-Coverage. Das ist nice. Okay. Nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Das könnte auch ein Run werden. Hier sind wir sowas von... Komm, renn! Oh mein Gott, wir haben den Fumble! Let's fucking go, Dicke! Let's fucking go! Yes, sir, baby! Yes, sir! Wie sich Eric Money freut, Digga! Let's fucking go! Let's go! Ich dachte schon, ja, ich krieg einen fetten Hitstick, aber ich nehme natürlich auch liebend gerne die Fumble Recovery mit, Digga! Let's fucking go! Ah, es wird überprüft. Und? Bruh. Es war doch kein Fumble.
Das ist Jauche. Ich habe ein dickes Play zugelassen gerade. Ja, so kann sich das Momentum drehen, ne? Anstatt einer geilen Fumble Recovery erstmal eine fette Corner-Route kassiert, Alter. Aua, Digga. Aua, aua, aua. Ey, Cover 9. Cover 9, Show 2. Cover 9, Show 2. Das würde man natürlich jetzt nicht hier auf dem Feld ansagen, wenn der Quarterback das hört. Show 2 und so. Dann checkt er ja, dass man das nur vortäuscht. Ja, komm. Oh, hier wäre ich gewesen. Da bin ich nicht. Und das ist ein Touchdown. Warum wird mir das negativ angerechnet? Ich kann dafür ja wohl absolut gar nichts, Digga. Also, es war ja überhaupt nicht meine Zone. Damn, bro. Ja gut, vielleicht wird es mir angerechnet, weil ich ja im Endeffekt die Plays calle. Dementsprechend trage ich ja die Verantwortung eigentlich für die... Also ich meine, ich call ja in echt nicht die Plays, das macht ja der DC. Ne? Aber I guess, wenn man Captain der Defense ist, kann man schon noch Adjustments und so weiter machen. Naja. Gucken wir mal, wie der nächste Drive läuft. Immerhin sind wir jetzt im zweiten Viertel auch noch drin. Alright, Boys. Diesmal halten wir Stand. Let's go. Ich bin hier. Da bin ich nicht. Aber da stand Great Zone Coverage. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich great war, weil das war schon over mein Head geworfen in meine Zone rein, theoretisch. Beziehungsweise durch meine Zone durch. Kommt da jetzt der Run? Nein. Oh mein Gott, wäre ich weiter durchgerannt, hätten wir den Pick holen können, Alter. Oh mein Gott. Boah, das wäre heavy gewesen, jetzt einen Pick zu haben. Okay, check run. Ja, ist okay, ist okay. 2 Yards nur. Okay, wir haben wieder diese lilane Zone. Okay, wir prügeln uns da fast mit dem Receiver. Covern funktioniert bis jetzt noch nicht so gut. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ich finde es auch echt nicht so einfach aus dieser Perspektive. Er kommt, er kommt. Sit down, Digga. Schön. Stop for loss. Let's go. Ich weiß nicht, das wurde uns nicht als Tackle angerechnet, aber wir haben das Tackle doch im Endeffekt eigentlich gemacht. Das finde ich ein bisschen frech. 2012. Boah, da komme ich nicht hinterher. Es gibt eine Flagge auf dem Feld. Oh, let's go. Holding offense, let's go. Let's go, wichtig. Also dieser Lauf gerade, den hätte ich stoppen können, wenn ich es schneller gelesen hätte, bin ich ehrlich. Oder wir spielen so Arsch gerade, das ist echt krass. Ey, check run, check run, check run. Safety, komm mal ran bitte. Was ist los mit dir? Okay, Linebacker. Ja. Guter Stopp. Guter Stopp. Das war wichtig. Die nehmen jetzt nur ein Field Goal, I guess. Also dann ist es umso wichtiger, dass sie beim 4. und 1 jetzt nicht dafür gehen. Das ist krass. Aber das rechne ich uns mal als Defense hoch an, Digga, dass wir hier den Touchdown verhindert haben. Und die jetzt nur ein Field Goal nehmen. Alright, 14 zu 10. Kann ich mitleben. Alright, Leute, 1 Minute noch. Einmal zusammenreißen jetzt. Einmal zusammenreißen jetzt. Okay, 3 Yards. Ist okay. Oh shit, die gehen noch Huddle. Zusammenreißen, Jungs. Ich bin hier. Da bin ich nicht. Das ist auch nicht meine Zone, aber gute Defense. Boys, let's go. Let's go, let's go, let's go. 3. und 7. 3. und 7. Oh, der war fast gepickt, Alter. Schön, Junge. Gute Defense, Jungs. Sehr, sehr nice.
Also keine Punkte hier unnötig noch zugelassen vor der Halbzeit. So muss es sein, Digga. So muss es sein und jetzt werden wir nicht mehr reinkommen. Okay, wir sind wieder ein Level up und wir haben wieder einen Skillpoint bekommen. Ankommen XP Booster, okay. Keine Ahnung, was das heißen soll. Einen Skillpoint haben wir, den würde ich... Ah ne, dafür brauchen wir jetzt zwei, okay. Dann würde ich den auf... Ich glaube, ich würde den auf Blockshedding nochmal machen. Rein damit. Alright. Coach wants to check in week 3 Preseason. What is los, Coach? What do you want, bruh? Coach's office. Preseason week 3. Boah, Speed wäre schon geiler, ne? I need rest. Obwohl, Change of Direction könnte auch krass kommen. Can do, Coach. I'm always willing to outwork everyone. Wir skippen mal, Digga. Okay, plus 5 Change of Direction fürs nächste Play. Nehmen wir mit. Also fürs nächste Spiel. Dann würde ich sagen, wir jumpen rein gegen die Vikings. Das ist das letzte Preseason-Game, Leute. Puh, jetzt nochmal ein bisschen was reißen, ein bisschen was beweisen, damit wir dann in der Regular Season auch hoffentlich Playing-Time bekommen und nicht einfach nur irgendwie dritter Linebacker sind. Gegen die Minnesota Vikings. Schauen wir mal. Alright, wir fangen an mit Cover 3 Seam. So. Komm, das ist zu. Oh yes, oh yes, oh yes. Ich wäre so gerne noch da reingesprungen, Alter. Junge, Junge, Junge. Aber nice Defense, Digga. Alles zu. Run, 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 run. Oh nein, ich bleib hängen. Das wäre mein Tackle gewesen. Das wäre mein Tackle gewesen, Leute. Scheiße, Digga. Okay, nehme ich auf meine Kappe. Alles easy. Alles easy. Jetzt richtig Defense, bitte. Kommt hier der Run. Oh mein Gott, wir hätten fast den Sack gehabt. Oh mein Gott, ich dachte schon. Ich wollte schon feiern, Digga. Alter. Check mal QB Contain. Das ist ein Screen und der ist incomplete. Okay, ich glaube, den hätten wir auch theoretisch zu spät gesehen und wären aus dem Leben geblockt worden. Dementsprechend gut, dass der incomplete war. Dritter und 10. Wir sind hier die einzige Zone in der Mitte. Boom! Wir haben es, die Completion zugelassen, aber haben Justin Jefferson aus dem Leben gehittet. Drittes Dings, First Down verhindert, meine ich. Okay, sie gehen dafür beim 4. und 1. Aber trotzdem, Digga, das war ein geiler Hit. Checkt mal den Run, Leute. Da außen sind natürlich auch 3 Receiver. Ja, 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 ja. Schönes Play Nummer 45. Let's go. Good play 45. Let's freaking go, Digga. Der Hit gegen Justin Jefferson war einfach arschgeil, Bro. Der hat dafür gesorgt, dass wir hier standhalten. Let's go, Digga. Wichtiger Stopp. Wichtiger, wichtiger Stopp. Vor allem, wie gesagt, weil es das letzte Preseason-Game ist. Deswegen müssen wir halt nochmal ein bisschen unter Beweis stellen, was wir können. Sieht natürlich hart nach Run aus. Motion Man. Boah, hab ich den weggeballert, Alter. Ist ein First Down, aber wenigstens fett weggehauen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Es wird sogar wiederholt. Boom, Digga. Alter, Scholli haben wir den weggeballert, Digga. Das gucken wir uns nachher auf jeden Fall nochmal an und machen daraus... definitiv ein Thumbnail, wenn das Play verfügbar ist in den Highlights dann. Trips hier, doch nicht mehr. Jawohl, Sack mit Fumble. Oh, okay. Er recovered den selber. Good shit, boy. 2023. Wir bumpen ihn mal.
Ja, yep, nice. Oh! Digga, Digga, Digga. Okay, DBs geht mal off. Okay, incomplete. Let's go. 4.23 Weltenstand. Sehr schön, Digga. Zweiter Drive, zweites Mal standgehalten. Sehr, sehr nice. Okay, dritter Drive. Zweites Viertel. Sieht nach Run aus. Kommt mal ran. Ist kein Run. Bad Zone Coverage stand da, weiß ich jetzt nicht. Also fand ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. 2010. Run! Oh, ich werde aus dem Leben geblockt. Oh nein, bitte rennt er nicht durch, Digga. Oh, shit, Alter. Ich wurde komplett weggeblockt, Bro. Das war, glaube ich, sogar mein Gap, theoretisch. What the hell? Puttet mich doch nicht auf fucking... Man gegen diesen Receiver. Ach, sowieso ein Run, Digga. Habe ich viel zu spät gecheckt. Minus 4 Yards, let's go. Nehme ich mit. Die Beast shiftet mal nach Outside. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Dritter und 12. Einmal standhalten jetzt. Sorry, dass ich den dicken Lauf zugelassen habe. Deswegen lass uns jetzt hier bitte standhalten. Yo, pick den, Bruder. Pick den. Aber okay, 4.12 nehmen wir. 4.12 nehmen wir. Ich gehe mal nach hinten, falls sie verschießen. Schade. Alright. 10-3. Ja, ist okay, Digga. Wir haben im Endeffekt noch Stand gehalten. Zwar nicht Turnover on Downs oder irgendwas oder Punt geforced, aber wenigstens nur ein Field Goal. Das ist auch definitiv noch gut dafür, dass die vorher so einen fetten Lauf hingelegt haben, Alter. So. Vierter Drive. Das sieht heavy nach Run aus. Wir gehen da jetzt richtig rein, Digga. Ah, ich komme hier nicht raus, aber trotzdem gut gestoppt. Good job, Defense. Wir sind auf einem A- von der Bewertung. Krass. Big Pass nach außen. Okay, dritter und Inches. Auf Man Coverage den Running Back. Das wird doch safe ein Run. Komm! Oh mein Gott, wir sind so gut durchgeschossen. Let's fucking go, Alter. Gute Defense, Digga. Gute Defense. 4. und 3. Wieder lassen wir nur ein Field Goal zu. Und das ist diesmal noch weiter weg, oder? Deswegen mal gucken. Vielleicht verschießt er den ja jetzt mal. Ah, sieht gut aus. Aber Flagge? Bitte nicht gegen unsere Defense, Bro. Bruder. Isaiah, Bro, was machst du, Digga? Oh mein Gott. Oh, ich renn voll vorbei, Digga. Das war so Arsch. Und vor allem die 32 und ich standen einfach genau auf dem gleichen Spot, Digga. Mann, Alter. Check mal den Run. Oh mein Gott, den hab ich. Oh mein Gott, Digga, den hab ich. Und die Kamera rastet aus. Bruder, let's go. Digga, let's go. Alter, what the fuck. Wir haben einfach getrusted. Wir sind in unsere Zone gesprintet. Und picken den off, Digga. Ey, das ist so stark. Und dann noch ein Hurdle aus Versehen, weil ich halt Dreieck gespammt hatte. Junge, und für eine Total Interception kriegen wir nur 25 XP. Das ist schon wieder so dumm von Madden. Digga, das müssten 500 XP sein oder so, die man da direkt kriegt, Bro. Vor allem in der Red Zone gefühlt war die Interception. Digga. Krankes Play von uns, Bro. Krankes Play von uns, wirklich. So, hier kommt ein Lauf, denke ich mal. Deswegen blitze ich da rein. Alright, keep it simple.
Ja. Gute Defense. Sehr schön. Ja, easy. Easy, Dicker. Halbzeit. So, wir sind im dritten Viertel. Sind immer noch auf dem Feld. Erster und 10. Scheiße, der ist completed. Okay, schade. Wir hatten die nämlich echt in einer guten Field Position hier. Aber egal. Weitermachen. Oh mein Gott, das ist der nächste Pick. Let's go. Let's go. Let's fucking go, Digga. Die 32. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also in dem Game passiert es genau das, was ich wollte. Nämlich, dass wir hier nochmal ordentlich unter Beweis stellen, was wir können. Wir haben hier Trips. Boah, den hätten wir so gepickt, Digga. Hätte der hier hingeworfen, Alter. Boah. Das sieht heavy nach Run aus. Komm, lauft es. Ja. Boom, Alter. Boom. Checkt ihr, was ich meine, Digga? Ich sehe das. Ich sehe das, ich lese das, ich renne da rein und ich execute, Bro. Coach, mach mich zum Starter, Dicker. Was ein Play, Bruder. Minus ein Yard sogar auch noch dabei. Digga, das war so stark gerade. Alright, easy. Easy, easy, easy. Dritter und 11. Dritter und 11. Oh, die rennen den, das hätte ich nicht gedacht. Okay, aber 4 und 12, Digga, let's go. Gute Defense. Nehmen wir mit. Nochmal ein Drive. Ah. Okay. Tackle Assist, der dafür sorgt, dass er nicht das First Down kriegt. Sehr, sehr schön. Da sind wir nochmal ordentlich reingeballert. Plus eine Injury Timeout auf Justin Jefferson, I guess. Krass. Den haben wir gerade ausgenockt, Digga. Ich will es nur mal sagen. Ich will es nur mal sagen. Ja, komm! Schade. Passiert. Passiert, alles gut. Man kann nicht jedes Play perfekt spielen. Run, run, run. Und den haben wir. Es zählt wieder nur als Tackle Assist, leider. Nicht als unser richtiges Tackle, das ist schade. Aber, alles gut. 24-3, wir werden jetzt im vierten Viertel rausgenommen. Das ist auch immer so ein Ding in Madden, was ich schade finde, dass es so super vorhersehbar ist. Also im ersten Preseason-Game zockst du halt ein Quarter, im zweiten zwei, im dritten drei. Und wenn Regular Season anfängt, dann halt hoffentlich das ganze Game. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es echt so vorhersehbar ist, wisst ihr. Wir gehen auf Finish Game und gucken mal, ob wir jetzt noch irgendwelche Upgrades kriegen. Weil dieses Game haben wir echt gut gespielt, Digga. Wir waren, glaube ich, sogar auf einem A-Plus- Rating oder Grading für dieses Spiel, deswegen mal sehen. Okay, Level Up auf jeden Fall. Ich glaube sogar 2 Level Up. Ich glaube davor waren wir Level 6. Oh, sogar 3 Level Up, Digga, oder? Wir sind auf Level 9 und kriegen 4 Punkte. Alter, krasser Scheiß, Digga. Also die 4 Punkte wollen wir jetzt auf jeden Fall noch kurz ausgeben. Das ist ja auch heftig, Digga. 4 Punkte wieder oben rauf. Ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall mal auf Hit Power nochmal und Tackle. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Jetzt sind wir schon 69er overall. Ist nicht schlecht. Also ist schon schlecht eigentlich, aber ja, ihr checkt schon, ne? Alright, wir advancen die Woche. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Wir haben die Preseason jetzt durch. Im nächsten Video kommt dann das erste Regular Season Game und das wird dann nochmal eine andere Nummer. Da zocken wir dann nämlich nicht mehr gegen irgendwelche Backups, sondern da geht es dann gegen die Starter ran und deswegen wird es auf jeden Fall spannend, denke ich. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze findet. Wenn ihr neu seid, abonniert und folgt mir gerne auf Twitch unter easymoney-official, wenn ihr Livestreams nicht verpassen wollt, weil ich bin aktuell wirklich jeden Tag live und zocke dieses Game, auch manchmal gegen euch als Follower und so weiter. Deswegen schaut da gerne vorbei. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.